Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Talkrunde hier bei uns auf dem Starblade.de Teamspeak Server. Anlässlich der aktuell in Chicago stattfindenden BotCon, der ja sozusagen Hausmesse zum Thema Transformers. Und in wenigen Augenblicken startet das Panel von Hasbro, wo dort auch die neuen Produkte vorgestellt werden, unter anderem für die zweite Jahreshälfte 2015 sowie auch 2016. Und es wurde ja schon so ein bisschen ja, geleakt, dass das Thema des nächsten Jahres sein wird, Titan Wars, als direkter Nachfolger von Combiner Wars. Und man hat da jetzt schon so ein paar kleine Bildchen gesehen, die auch so ein paar Sachen schließen lassen. Und ja, mit mir zusammen hier im Teamspeak und vielleicht kommt jemand noch nach, ist der Lockdown. Hallo. Und also ich persönlich bin total auf das Panel gespannt, denn für mich als alter Headmaster-Fan, das, was man da jetzt so ein bisschen hat schon sehen können, sah sehr interessant für mich aus. Und bin auch gespannt, wie es halt jetzt auch mit Combiner Wars weitergehen wird. Also es wurden ja schon aus dem Computersystem wurde zum Beispiel halt Position für die Combaticons geleakt, für Computron, für die Technobots. Und man hat von Bruticus, also den Combaticons, hat man ja schon auch so ein kleines Bildchen gesehen. Und ja, wir haben hier live offen halt den Panelbericht oder den Panelblock von TFW 2005. Und dort wird halt auch dann relativ aktuell dann immer geschrieben, was gerade gezeigt wird auf dem Panel. Und wir können dann wahrscheinlich auch im Laufe des Abends mit vielen neuen Bildern rechnen. Und ich habe zwar morgen Frühdienst, aber ist mir scheißegal. Ich mache heute so lange, wie es sein muss, um mir alles reinzuziehen, was da heute gezeigt wird. Ja, ich freue mich auch auf die ganzen News, die jetzt hier nach und nach sicherlich reinkommen werden. Ja. Und morgen auf dem Sonntag kommen sowieso meistens dann von Hasbro die offiziellen Bilder. Also macht euch nichts raus, wenn ihr jetzt heute leider nicht so live dabei sein könnt oder jetzt die Aufnahme erst hört. Wahrscheinlich habt ihr die offiziellen Bilder dann sowieso schon gesehen. Ja, und wenn nicht, dann werden wir die natürlich auch auf starblade.de spiegeln, sodass ihr euch die dann auch dementsprechend ansehen könnt. Dauert halt jetzt ein paar Minütchen, bis es richtig losgehen kann. Laut TFW strömen gerade so langsam die Leute in den Saal hinein. Ich kann mir vorstellen, da ist gerade so eine richtig hochgekochte Stimmung, weil die alle neugierig sind, was Hasbro da heute präsentieren wird. Hast du denn so ein paar, ja, wie soll man sagen, so ein paar Vermutungen, was gezeigt werden wird? Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt dann auch die ersten Bilder jetzt von dem neuen Fanbuild-Combiner zu sehen bekommen werden, sprich von Victorion. Die ist ja quasi die Fortsetzung von, ja, ich sag mal, von Windblade aus dem letzten Jahr. Das war ja quasi eine Figur, die die Fans quasi so ein bisschen mitdesignt haben, so ein paar Entscheidungen, welches Geschlecht hat sie, was hat sie als Waffe dabei, was ist ihr Alternativmodus. Das haben wir bei den Combiner Wars in diesem Jahr quasi ja auch. Halt durch Victorion, da wurde halt der Name von den Fans bestimmt, das Geschlecht und ja, so auch, ich meine auch so ein bisschen, wie die Zusammenstellung der Fahrzeuge ist. Ja, es kann sein, ich meine schon. Und halt auch so ein paar Hintergrundinfos, wie ich glaube, Heimatplanet war es und Erzfeind. In dem Fall war es dann, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, war es Galvatronus. Genau, das ist richtig. Ich meine auch, ich meine, auf Cybertron, ja, sollte sie sein und aus welcher Gegend sie kommt. Und ich meine, da wurde der Sea of Rust, glaube ich, angegeben. Ja, doch, klingt bekannt. Ja, auf jeden Fall. Ich werde, da ich wahrscheinlich die News dazu morgen auf Starblade.de schreiben werde mit allen offiziellen Bildern, das werde ich dann nochmal recherchieren. Also zu Victorion gibt es dann eine komplette Zusammenfassung. Wie gesagt, also da schätze ich sehr wahrscheinlich mit, dass wir da Bilder sehen werden, wie heißen die Teammitglieder und so weiter. Ja, eine Ankündigung, aus welchen Figuren das schon besteht. Offiziell ja noch nicht, aber es wurde ja so ein Comic-Artwork veröffentlicht, wo wir sie sehen. Zwei Helikopter als Arme, wird wahrscheinlich Alpha Bravo Blade sein. Der Torso sieht sehr stark nach Hotspot aus, dass wir da einen Remote bekommen. Es ist ein Motorrad angegeben. Da schätze ich jetzt mal Legends Groove und nicht den Takara-exklusiven Deluxe Groove. Ja, und zwei Sportwagen. Ja, das
schreit ja quasi nach Stunticon Allgemein muss man sagen, dass Combiner Wars, so sehr ich die Reihe mag und halt auch mit den Repaints und Remolds leben kann, dass es trotzdem sehr, sehr Remold und Repaint-lastig ist. Wurden wirklich schon viele Figuren wiederverwertet. Ich glaube von Blades oder beziehungsweise von Alpha Bravo gibt es zwei Varianten. Dann wird es wahrscheinlich dann, wenn es so kommt mit Victorian, dann wird es wahrscheinlich eine dritte Version sein. Selbiges gilt dann auch schon für die weiteren Figuren, die dabei sind, oder halt auch die Figuren für den Combiner Optimus Maximus. Das sieht auch danach aus, als wären das Repaints und Remolds von bestehenden Figuren. Also da reizt Hasbro wirklich aus, was geht. Übrigens, der letzte Stand vom Panel ist jetzt, dass die Hasbro-Mitarbeiter so langsam die Bühne besteigen. Und ich hoffe natürlich, dass halt da dann auch viele neue Figuren oder viele neue Molds halt auch gezeigt werden. Und dass Combiner Wars nicht wirklich nur aus fünf oder sechs verschiedenen Molds, die dann halt in ewigen Variationen weiterentwickelt werden, basiert. Ja, da müsste so ein bisschen was passieren. Also zumindest, dass wir da eine etwas größere Vielfalt bekommen. Ich habe nichts gegen Repaints und Remolds und wenn mir eine Figur gefällt, kaufe ich sie gerne auch nochmal. Bestes Beispiel, ja gut, der Seeker Mold, da sind ja auch verschiedene Charaktere. Aber ich sag mal, Optimus Prime, da gehen, sagen wir mal, immer was, dass dann Repaint als Nemesis Prime kommt. Wenn der Optimus mir gefällt, kaufe ich mir auch meistens den Nemesis Prime dazu. Ja. Bei mir ist es halt auch so, dass ich schon irgendwie jetzt halt auch durch Defensor, den ich natürlich auch vollständig haben möchte, halt schon den Alpha Bravo Mold zweimal habe. Dann First Aid ist ein Remold von Offroad. Dann Streetwise ist ein Remold von Dead End, welche auch gleichzeitig als Basis für Breakneck dient. Also es ist halt schon, es summiert sich. Und da hoffe ich halt wirklich auf ein bisschen mehr Variation. Ich hoffe ja, wenn jetzt wirklich die Combaticons und die Technobots kommen, dass das halt wirklich größtenteils oder hauptsächlich neue Molds sein werden. Und die dürfen dann von mir aus auch nochmal jeweils ein oder zweimal dann halt neu auflegen in gewisser Art und Weise. Aber dann finde ich, reicht es auch. Ja, absolut. Meine größte Hoffnung wäre, da ja für Victorion ja quasi zwei Helikopter angekündigt sind, ja, so wie man das Artwork halt bis jetzt sieht, sieht es wirklich leider nach aus, dass es zweimal Blades bzw. Alpha Bravo wird. Es wäre aber cool, wenn, sagen wir mit den Combaticons, neuer Vortex käme. Dann könnte man den Vortex nämlich, sagen wir mal, dann halt auch als Arm für Victorion verwenden. Dann hätte man da quasi auch mit einer Figur wieder zwei Klappen geschlagen, sag ich mal. Und es würde Victorion sicherlich gut tun, wenn dann nicht zweimal der gleiche Helikopter verwendet wird. Ja, eben. Also sollte es wirklich darauf hinauslaufen, dass für Victorion halt irgendwie zweimal dasselbe Fahrzeug, zweimal dasselbe Helikopter nur leicht abgewandelt benutzt wird, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann stelle ich für mich schon in Frage, ob ich Victorion wirklich brauche. Ja, das Panel hat vor 3 Minuten gestartet. Aktuell nehmen die Hasbro-Mitarbeiter noch Fotos von den Fans auf. Und jetzt gerade reden sie halt auch darüber, wie wichtig die Fans auch sind. Das betont Hasbro ja eigentlich immer wieder und manchmal fühlt man sich da doch so ein bisschen von berührt. Andererseits hat man manchmal auch einfach so das Gefühl, ja, das sagt ihr einfach nur so und leckt uns doch alle am Arsch. Ja, das ist leider irgendwo wahr. Das hat eigentlich einen besonders bitteren Beigeschmack, wenn man halt sowas hört, von offizieller Seite. Und dann kommen halt solche News, dass in Europa die Fans quasi, naja, quasi richtig gelackmeiert sind, auf mal verschönt gesagt. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Weil wir bekommen keine Deluxe Welle 2 aus der Combiner Wars Reihe. Sprich, viele Fans, die jetzt halt eigentlich die Hoffnung hatten, dass sie sich die Figuren im Laden holen können, ohne sich die Figuren großartig importieren zu müssen. Ja, ihr werdet leider den Weg ins Internet finden müssen, um euch die Ja, die sind Figuren ziemlich in den anderweitig zu Po besorgen. gekniffen. Also damit hat Hasbro sich wirklich in letzter Zeit doch arg einiges verscherzt, denke ich.
Andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, also ich habe mir die Figuren von Welle 2 jetzt selber bei eBay bestellt zu einem humanen Preis. Und wenn ich mir die im Laden gekauft hätte, wahrscheinlich mindestens dasselbe, bis sogar noch ein bisschen mehr bezahlt. Also möglich ist es schon, aber es ist halt, es gibt ja viele unter den Fans, die halt einfach dieses Shoppen im Geschäft halt sehr schätzen. Mittlerweile gehe ich persönlich immer mehr halt in die Richtung, ich kaufe mir dann halt eine komplette Welle oder ein komplettes Case und bin damit auch ganz glücklich. Und da reicht es mir dann halt auch, wenn ich das online tue. Aber hin und wieder hat man schon irgendwie so das Gefühl, so, ja, ich bock jetzt in den Spielwarenladen zu gehen und mal gucken, was da ist. Ja, ich meine, das habe ich damals zu Armada und, ja gut, Energon hatten wir ja nicht so viel hier, aber Armada und zu Cybertron-Zeiten habe ich das sehr gerne gemacht. Weil in die Läden, da gab es mal komplette Wochen, da bin ich jedes Wochenende samstags mit meinem, diese Tretroller oder Scooter, die war ja damals so ein bisschen in Mode geraten, sag ich mal, da hatte jedes Kind ja sowas. Dann jeden Samstag morgens direkt in die Stadt, wenn Karstadt aufgemacht hat, hoch in die Spielwarenabteilung. Und wirklich, ich glaube, bestimmt 6 Wochen lang durch habe ich da jede Woche ein Mini-Konzert mitgenommen, als es noch das Armada-Sortiment damals gab. Und ja, das war einfach voll genial. Und heutzutage kannst du in den Laden gehen, da siehst du, ja, das One-Step-Changer-Zeug, was sich irgendwie nicht wirklich verkauft, habe ich zumindest das Gefühl. Und was du an 1000 Generations Bumblebees und oder Drifts. Ja, was du an Generations und Combiner Wars, wenn es überhaupt in den Laden da geschafft hat, siehst, da sage ich alles, ja Leute, das habe ich schon, das brauche ich nicht. Also da hoffe ich, dass Hasbro da sich wirklich ein bisschen wieder besinnen kann und halt auch eben in Richtung der Fans arbeitet. Naja, liegt definitiv einiges im Magen. Plus, du hast eigentlich ja immer das Problem, dass du als deutscher Fan im Detail ja eigentlich nicht weiß, was wird's überhaupt nach Deutschland schaffen. Du guckst halt, oh, da wird eine Ankündigung gemacht für ein Produkt über Hasbro Amerika und ja, schafft es das Produkt überhaupt nach Europa? Schafft es das Produkt nach Deutschland? Viele Fans gehen einfach das Risiko nicht mehr ein. Oh, ich krieg das Ding nachher nicht. Nee, sobald der erste US-Shop da die Pre-Order aufmacht, ne, wird da direkt mal vorbestellt. Ich meine, ich kann es verstehen. Es gibt viele Produkte, die interessant sind für viele Fans und Sammler. Und ja, es gibt, da sind halt auch welche dabei, wo man sich ganz ehrlich sagt, ja, die werden es hier nicht nach Deutschland schaffen. Mittlerweile geht es auch weiter beim Panel. Ja, es wurde jetzt das Line-up der Hasbro-Mitarbeiter kurz vorgestellt. Da ist unter anderem der Jerry vom Marketing, Ben Licensing, John Warden, Designer für Combiner Wars, Mark Webber, Global Brand Manager für G.I. Joe, ein Model Artist, dessen Namen man nicht mitbekommen hat, und die Designer. Ein paar Namen wurden nicht gehört. Overview of Rescue Bots, RID and Generations, Brands are targeted to different age groups. Ja, Rescue Bots ist wahrscheinlich gerade eher ein bisschen uninteressant. Robots in Disguise, Someone's Back, Pick of RID Optimus Prime. Clever, Pick of Optimus Prime's Back. Also hat man, da hat man halt Someone's Back geschrieben, also jemand ist zurück und dann halt auch halt den Rücken gezeigt. Naja, ja, mit Robots in Disguise können sie eigentlich ein bisschen voran machen. Ich bin natürlich jetzt sehr stark auf Titan Wars gespannt. Ja, dass Optimus zurück ist, ich denke mal, das soll so ein bisschen darauf anspielen, wie jetzt die Serie weitergeht. In den USA sind bis jetzt ja nur die ersten 13 Folgen der Robots in Disguise Serie gelaufen. In anderen Teilen der Welt ist die Serie, meine ich jetzt schon, ja, oder zumindest die erste Staffel durch. Also ich habe zumindest alle 26 Folgen schon mittlerweile gesehen. Ich muss ja gestehen, dass ich die Serie gar nicht mitverfolgt habe, weil alles so, was ich bisher von der Serie gesehen habe, hat mir überhaupt nicht zugesagt. Kann ich bedingt verstehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so ab der 13. Folge auch, geht das so ein bisschen weg vom Decepticon of the Week, wo der gefangen genommen werden muss. Das ist aber mehr individuelle Abenteuer, sag ich mal. Hier und da halt auch mit den Gastauftritten durch einige. Ich meine, dass Drift so einen kleinen Abstecher zum Team Bumblebee macht, ist ja bereits, sich, denke ich mal, im Netz bekannt. Ich meine, gibt es ja auch die nicht Generations, aber die Warrior-Figur zu Drift hier ja auch in Deutschland bereits zu kaufen.
Und das nicht zu Staffelfinale ein knapp. bisschen, ja, das ist wohl wahr. Staffelfinale war vielleicht ein bisschen kurz, ist ein Zweiteiler, hätte ich mir vielleicht eher gewünscht, wenn es ein Dreiteiler ist. Plus innerhalb der Staffel selbst ist der Schurke am Ende, da möchte ich jetzt eigentlich auch nicht spoilern, ist vielleicht ein bisschen zu spät eingeführt worden. Das hätte ich mir vielleicht eher gewünscht, wenn das ein bisschen eher passiert wäre. Aber ich denke mal, in der Beziehung hat die Serie ein bisschen das Problem wie Prime, aber ist ja auch, naja gut, das ist die erste Staffel nur gewesen. Ich gehe aber mal eher davon aus, dass die erste Staffel jetzt mehr das Prinzip verfolgte, wir stellen die Charaktere vor und wie die Verbindung zwischen den Charakteren untereinander ist. Charaktere, ich mag die alle, finde ich super. Also im Warrior-Figuren werde ich mir wahrscheinlich zu denen holen, weil ich finde die einfach alle klasse, sind super geschrieben, das Voice-Acting ist genial. Ja, es macht einfach Spaß. Ist nicht so düster wie Prime. Ich muss aber auch zugestehen, ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen konsequenter. Ja, ich kann es eigentlich schlecht beschreiben. Auf jeden Fall, ich habe mehr Spaß, die Serie zu gucken, als ich Spaß hatte damals, Prime zu gucken. Weil Prime, guter Look, gute Charaktere, Action, klasse. Aber ja, der Plot hat einen dann doch meistens doch enttäuscht, weil am Ende der Serie, einer Folge dann meistens immer so, ja, Status quo wieder erreicht worden ist. Um nochmal auf das Panel zurückzukommen, zum Thema Robots und Skies werden jetzt gerade Ironhide und Prowl gezeigt, Konzeptart fürs Spiel. Es gibt jetzt auch unterschiedliche Aussagen, ob jetzt nun Fotografien beim Panel erlaubt sind oder nicht. Ich denke, das werden wir im Endeffekt dann halt abwarten müssen, wie sich das verläuft. Wäre natürlich schön, wenn es Fotos gäbe, sonst müssen wir halt eben auf die offiziellen Bilder warten. Also wie gesagt, meistens Sonntag, ansonsten ich glaube spätestens Montag werden wir die alle haben. Wobei ja halt eben auch das Interessante an dem Panel ist, dass halt eben auch Sachen gezeigt werden, die es nicht auf offizielle Bilder schaffen, noch nicht jedenfalls, und die dann halt erstmal nur der anwesenden Bevölkerung zuteil werden. Jetzt Aber wird hier. es gibt immer so ein paar Leaks. Jetzt wurde hier ja von R.I.D. Ironhide gesprochen, zumindest, dass der da in dem App-Spiel vorkommt. Wie lustig wäre das jetzt, wenn das der Prime Cup Mold wäre? Was ich aber noch zu meinen Erwartungen vom Panel erzählen wollte, ist, dass halt schon so ein bisschen durchgesickert ist, dass halt unter anderem neben Titan auch Headmaster ein Thema sind bei Titan Wars. Wie gesagt, da bin ich als großer Headmaster-Fan natürlich sehr glücklich drüber. Was ich mir halt auch vorstellen kann, was so ein bisschen, was diese Bilder oder diese Zeichnungen, die geleakt wurden, so ein bisschen suggerieren, ist, dass es halt darauf hinausläuft, dass man die Headmaster unter den Figuren halt auch austauscht. Sprich, was bei den Combiner Wars halt eben das Konzept war, jede Figur ist halt irgendwie Teil eines Combiners, jetzt aus der Deluxe- und Voyager-Klasse. So stelle ich mir so ungefähr dann halt eben auch mit den Headmastern vor, dass halt vielleicht die Voyager-Class-Figuren allesamt irgendwie Headmaster sind, während die Deluxe-Figuren halt irgendwie, weiß nicht, Fahrzeuge oder sowas werden, die dann halt von den Headmastern genutzt werden können. Man hatte ja so ein bisschen so, das sah so ein bisschen aus, als hätte Astrotrend einen Optimus Prime Kopf oder hat Fortress Maximus einen Soundwave Kopf. Und Fortress Maximus ist ja auch ein Thema jetzt eben zu Titan Wars. Denn es sieht wohl so aus, als würde man sich da halt an dem Mold von Generations Metroplex bedienen. Zumindest was die Beine, Oberschenkel und die Unterarme angeht. Aber an für sich finde ich großartig, dass Hasbro auf diesen Zug aufspringt und sagt, alles klar, ihr wollt Titan, wir bringen euch Titan. Ich meine, auf diesen Control Line Arts gesehen zu haben, dass da auch ein Jazzkopf bei ist. Da war zumindest so ein Kopf mit diesem typischen Jazz-Visor. Ich fände es cool, wenn so ein Jazz-Headmaster, Blaster wurde ja unter anderem da auch angezeigt, wenn man so den Jazzkopf auf einen Blaster halt packen könnte und umgekehrt.
Hätten sich da quasi ja die beiden großen Musikfreunde bei den Autobots ja quasi auch direkt wieder gefunden. Ja, das stimmt, das wäre lustig. Also wie gesagt, ich sehe da halt ein ähnliches, gutes, austauschbares Konzept wie halt eben bei Combiner Wars. Also ich meine, ich habe die Combiner Wars-Figuren gerade vor mir stehen und fummel da stellenweise so ein bisschen dran rum während der Aufnahme hier. Und ja, ich finde dieses austauschbare Konzept einfach absolut großartig. Und hoffe halt, dass Hasbro sich da halt und hier weiter drauf beruft. Das halt eben noch mit Combinern halt noch, nicht mit Combinern, mit Titan halt noch irgendwie zusätzliche Würze reinkommt. Also ich bin da echt sehr gespannt. Schade, im Warrior-Bereich wurden jetzt nur Night Ops Bumblebee und Gold Armor Grimlock angekündigt. Night Ops Bumblebee, stellt euch quasi einmal den Warrior-Class Bumblebee vor und ja, markieren, Farbschema umkehren und dann ja, habt ihr den quasi, was gelb ist, ist schwarz, was schwarz ist, ist gelb. Ja, Gold Armor Grimlock, ja, ist ein G1 Grimlock, gleicher Mold. Halt in G1-Farben. Aber neuer Kopf mit, und zwar der Kopf mit Battle Mask. In der Serie finden die Battle Mask quasi auch so eine kleine Rückkehr wieder, wie sie die auch schon im Prime hatten. Ob man den jetzt unbedingt braucht, naja. Ich finde den Grimlock-Mold ganz cool. Wenn es die Figur nach Deutschland schafft, überlege ich es mir wahrscheinlich. Ja, ich persönlich bin halt auch von den Figuren, was heißt ja nicht angetan, aber ich habe mir den Warrior Grimlock geholt, der ist ganz lustig, aber ich muss sagen, mich reizt wenig bis gar nichts daran, mir weitere Figuren von Lords and Skies zuzulegen. Das liegt eher daran, weil du verwöhnt bist. Ich weiß nicht, schwer zu sagen, denn ich finde den Grimlock zum Beispiel auch ganz nett. Hab da durchaus meinen Spaß mit und sieht auch ganz nett aus im Regal. Nur es geht mir halt auch stellenweise halt auch so ein bisschen um die Ästhetik, um das, um die Optik und weiß nicht, da bin ich dann halt doch irgendwie, ist Robots in Disguise 2.0 nicht meins. Zurück zum Panel. Generations is up next. Also jetzt geht's ans Eingemachte. Ja, Story Partners with Activision, IDW, DanA etc. Talking about Devastation, das neue Videospiel aus dem Haus Activision von den Machern von unter anderem Bayonetta. Sollen noch mehr spielbare Charaktere gezeigt werden. Es wird eine digitale Variante geben und eine ja, Einzelhandelsvariante halt in ganz normaler Verkaufsbox. Und Download-Content wurde wohl auch angesprochen. Da freuen sich natürlich die Download-Content-Gegner sehr drüber. Ich finde es schön, dass man das Spiel aber auch so im Laden dann kaufen kann. Ich gehöre immer noch quasi, sagen wir mal, zu den Retro-Spielern, sage ich mal. Also ich will nicht jedes Spiel irgendwie auf Steam haben oder so. Nee, ich möchte das Spiel kaufen im Laden und dann möchte ich mir das auch ins Regal stellen. Also ich muss sagen, dank Steam etc. Habe ich schon einige digitale Käufe getätigt. Aber per se finde ich es auch einfach toller, wenn es halt eine schicke Box ist oder halt eine Box zu einem Thema, das mich halt wirklich sehr stark interessiert, finde ich halt eigentlich auch immer schön, eine Box zu haben. Ich habe mir zum Beispiel von World of Warcraft, Mists of Pandaria die Collectors Box geholt, einfach weil die so großartig aussah. Jetzt wird nochmal der Devastation Trailer gezeigt, den man ja von der E3 schon kennt. Persönlich habe ich auch so ein bisschen gehofft, dass das Devastation nicht nur für PlayStation 3 und 4, Xbox 360 und One kommt. Also es wurde jetzt auch gesagt, es wird auch für PC kommen, aber ich habe so bis zum Schluss halt wirklich noch so ein bisschen gehofft, so, ja, vielleicht wird doch noch eine Wii U-Version angekündigt. Ich habe mich darüber gefreut. Ich glaube, allgemein tun sich Transformers-Spiele auf der Wii U ein bisschen schwer, ne? Ich weiß nicht, War for Cybertron hat, meine ich, ein eigenes Spiel für die Wii U bekommen. Das war nicht identisch mit den anderen Spielen. Nee, kein Ich Wissen, glaube, das war ein reiner Rail-Shooter. Ich glaube, ja, Transformers Prime hat ja noch ein Spiel auf Wii U bekommen, das habe ich mir aber gar nicht angesehen. Und ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt, mir Rise of the Dark Spark zu holen, aber nicht zum vollen Preis. Ich habe da halt gewartet, bis es billiger ist, was bisher aber, glaube ich, noch nicht eingetreten ist. Jedenfalls habe ich mittlerweile auch irgendwie, was heißt, das Interesse daran verloren, aber ich kam überhaupt nicht mehr dazu, mir da einen Kopf zu machen.
So, weiter geht's zum Thema Fanbuild Combiner. Natürlich mit Victorion. Es wird ein Artwork gezeigt. Wahrscheinlich dasselbe wie das, was man jetzt schon gesehen hat vor ein paar Tagen. Ja, gerade tut sich bisher noch nicht mehr. Also wäre natürlich cool, wenn man Victorion halt natürlich auch ja, in voller Pracht zeigen würde. Natürlich auch als Figur. Das wäre schön, aber viele Fans bemängeln mittlerweile so ein bisschen an der BotCon, dass Hasbro nicht so viel zeigt, sondern sich da quasi ein bisschen mehr auf die San Diego Comic-Con konzentriert, die quasi der BotCon so mittlerweile ein bisschen den Rang abläuft und dass ja viele US-Fans sind mittlerweile eigentlich so eher der Meinung, ja, wofür brauche ich die BotCon eigentlich überhaupt noch? Weil ein Großteil der Sachen wird sowieso erst auf anderen Main-Events gezeigt, die ein bisschen, ja, mehr, ich würde jetzt nicht sagen, mehr Mainstream sind, aber mittlerweile, durch die ganzen Marvel-Filme und andere Comic-Verfilmungen, ist das Ganze ja so ein bisschen mehr, ja, ich würde nicht sagen, ja, jargonfähiger geworden. Und man muss sich ja heutzutage nicht mehr großartig verstecken, wenn man sagt, ja, ich lese Comics und so weiter, aber ich bin großer Comic- oder Comic-Verfilmungsfan. Quasi weg von der Transformers Fancon oder von der Transformers Convention, die sich ja eigentlich damit beschäftigen soll, und mehr auf diese Events, wo ich halt nicht nur Transformers-Fans ansprechen kann, sondern mehr so ein bisschen die breite Masse. Ja, so die gemeine Geek- und Nerd-Kultur sozusagen. Ja, genau. Also weniger für die Hardcore-Fans als mehr auch, sagen wir mal, für so ein paar Casual-Fans oder die sagen, ja, mit Transformers, ja, ich sammle nicht Transformers, aber so. Ich weiß, was Transformers sind, ich gucke die Filme gerne, aber ich hole mir jetzt nicht unbedingt jede Figur. Jetzt gibt's noch ein paar Infos. Victorian has her own agenda, Almost a Wrecker, Defy the World They Live in, Renegade Combiner, Misfits. Das sind jetzt ein paar Stichworte genannt worden. Herbst 2015 Combiner Wars. Ja, jetzt geht es um Optimus Maximus. Mirage wird aus Grexgrip gemacht, Prowl aus Dead End, Sunstreaker aus Breakdown und Ironhide aus Offroad. Also es sind sozusagen, ja, wie es erwartet wurde, halt direkte Repaints. Nach dem Masquerade-Schema sozusagen. Ja, es war zu erwarten. Dann steht hier noch Masquerade Show, obviously. Optimus Maximus shown with Legends Rodimus. War ja auch keine große Überraschung. Battlecore, Star Convoy Inspired Head. Was zum Geier meint ihr jetzt mit Battlecore? Muss ich auch irgendwie nicht verstehen. Da hoffen wir natürlich jetzt auf Aufklärung seitens der Kollegen. Ja, ich gehe wahrscheinlich davon aus, die kommen im Tippen wahrscheinlich gerade nicht hinterher. Und dass die wahrscheinlich die ganze Welle jetzt auf einmal zeigen. Jetzt möchte man natürlich zu jeder Figur schnell was schreiben. Ich muss aber zugeben, es wundert mich, dass Prowl den Dead End Mold verwendet und nicht den Streetwise Remold, weil der wäre ja auch ist ja schon zumindest auch als Polizeiauto ja ausgelegt. Ja, vielleicht meinen die das auch. Ich sehe jetzt gerade, ja, leider kein qualitativ hochwertiges Bild, aber ich sehe jetzt ein Bild von Ironhide. Der ist ein roter Pickup mit so leicht bläulichen Fenstern und roten Streifen an der Seite. Mirage ist optisch, soweit ich das beurteilen kann, eine 1 zu 1 Farbkopie von seinem Generation One Ebenbild. Ebenso Prowl und Sunstreaker sieht mit dem Mold von Breakdown? Ja, sieht auch sehr großartig aus. Ach so, Optimus Prime als weiße Variante wird den Titel Battlecore tragen und hat als Einzelfigur wahrscheinlich da halt dann diesen, wer ist er jetzt, diesen Star Convoy. inspirierten, Star Convoy inspirierten Kopf. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, also ich muss es nicht verstehen, dass die einen Combiner Wars Optimus Prime bringen. Und dann halt nochmal eine Variante, nicht in Optimus-Farben, also das ist irgendwie Banane. So, weiter geht's. Ironhide hat ein silbernes Gesicht. Mirage, all have new heads based on original Kojin Ono Designs. Accessories, Hand feet are paint silver. Legends Wave 4, Rodimus und Skywarp ist nichts Neues. Leader Wave 4, Starscream mit Krone. Try to match the Generation One Gray Color from the toy will be on display. Spring 2016. Jetzt wird's interessant, Kinders. Ich habe jetzt noch bessere Bilder von Prowl und Sunstreaker.
Sehen schon wirklich gut aus. Also ich muss sagen, dafür, dass es wirklich straight Repaints mit neuen Köpfen sind, sieht das schon echt lohnenswert gut aus, muss ich gestehen. We have a big bad battle in Dudekiss. Bei mir hängt's, ich sehe nichts. Scheibenkleister. Ja, Bilder nicht, aber halt angekündigt und wie zu erwarten waren halt die Combaticons werden gerade jetzt vorgestellt. Onslaught, Swindle, Blastoff, Brawl und Vortex. Also an alle Fans der Combaticons, keine Sorge, das Original Lineup wird beibehalten. Keiner der Charaktere wird irgendwie durch jemand anderen ersetzt. Plus, es wird ein Legends Shockwave angekündigt. Legends Class Shockwave habe ich aber schon mal gehört, das Gerücht. Das ist mir nicht neu irgendwie, oder meine ich das? Also für mich ist es neu. Ich meine, letztens gab es Gerüchte über Legends Ravage, Legends Wheelie. Aber ja, wie gesagt, halt Shockwave als Handfeuerwaffe, gehe ich mal davon aus, wird man ihn dann auch halten können. Quasi wieder so ein kleiner Wink gegen die Third-Party-Fraktion, sage ich jetzt mal. Weil da gab es ja auch viele Shockwave-Figuren, die man dann halt den ganzen Third-Party-Bruticus in die Hand geben konnte. Naja. Ja, also hier geht's schon weiter. Bist du noch dabei? Nee, bei mir hat sich jetzt die Seite soweit verabschiedet. Okay, Ich bin hier gerade noch auf einer anderen dann Seite mache ich jetzt und einfach mal weiter. Onslaught, Heavy Remold of Hotspot. Toy is reversed, also einmal komplett umgekehrt. Der Rücken ist jetzt die Front und der Front halt der Rücken. Torso ist halt sehr G1-mäßig gehalten. Soll wunderbar aussehen. Olivgrüne Farbe bei die Kn auf der Knarre. Und ein sehr schönes, kräftiges, dunkles Blau. Ja, Vortex von Alpha Bravo, ja, naja, nicht so ganz so toll. Leider nicht sichtbar, ob es ein neuer Head ist. Aber Brawl kriegt definitiv einen neuen Mold. ich halte hier schon Ausschau nach Fotos. Bisher kam noch nichts. Wahrscheinlich sind die gerade noch mit beiden Händen beschäftigt. Oh, hier wird was bestätigt, jetzt. was bestätigt, was ich immer bereits gedacht habe. Und zwar, dass Swindle ein Remold von Rook sein wird. Und so wie Jacer das beschreibt, also das ist auch einer, der jetzt hier die von auf TFW den da mitschreibt, wird Swindle sogar ein sehr, sehr intensiver Remold werden. Blast of not a Space Shuttle. Hier steht ja, Blast of is a Firefly Repaint. I can tell from your head. Das wäre schon der dritte Firefly Mold. Na, ich muss zugeben, habe ich irgendwie mitgerechnet. Ich gehe mal davon aus, da orientiert man sich ein bisschen mehr so an Fall of Cybertron Blastoff, der jetzt nicht auch unbedingt ein Shuttle war. Zwar ja angedeutet ein bisschen Shuttle, aber dann doch mehr Jet-Ästhetik hatte. Ja, der Legends Prime findet eine weitere Verwendung für Autobot Pipes. Finde ich sehr schade. Pipes ist sehr ja, in der ersten, ich sag jetzt mal ersten Staffel oder ersten Hälfte jetzt vom Comic Modern Meets the Eye, war Pipes in einigen Heften dabei. Hat mir da sehr gefallen. Ich hatte eine große Hoffnung, dass Pipes da doch einen eigenen Mold bekommt, aber naja. Da freut sich jetzt einer. Lädt es bei dir aktuell? Nope. Dann sag ich jetzt nichts. You're gonna shit bricks. Lass mich raten, Skylinks? Nicht ernsthaft. Doch, all new mold. Oh, ich habe Fotos von uns, Oh, meine Fresse. Ja, zeigen, Ay, zeigen. Caramba. Hättest du mir gern. Also, das Ding ist mal sowas von gekauft. Wir hatten gerade Leader Starscream angesprochen. Leader Skywarp, ja, wird kommen. Das ist ja keine große Überraschung. Ja, aber trotzdem, ich finde es gut, dass wir es wenigstens jetzt gekündigt und bestätigt haben. Ja, wir bringen einen, macht euch nicht ins Hemd. Ich meine, es gibt genug Fans, so eine Entscheidung, ob sie sich jetzt einen Leader Starscream oder Thundercracker holen, davon halt abhängig machen. Ja, kommt denn der Rest vom Team? Skylinks ist wohl ein Combiner. Looks true to the original. Wheeljack from Breakdown. Smokescreen Hound, Wheeljack and Trailbreaker, Remorse of Combiner Wars Figures. Trailbreaker from Offroad is. Skylinks is a main body. Paired with the previously mentioned Repaints Remorse. Wreckgar from Groove. Smokescreen from Streetwise. Oh, ich habe ein Bild von Skylinks. Oh, Ich fände es eher besser, wenn sie mal was zur Klasse sagen würden. Voyager. Hasbro will mein Geld. Jesus. Das ist doch mal ein Biest, oder? Auf jeden Fall. Also wir hoffen, dass
Ja, dass wir morgen die offiziellen Bilder haben, weil das ist absolut sehenswert. Ich vermute aber mal, Skylinks keine zwei Einzelmodi haben wird. Also ich vermute mal, dass da halt wirklich nur nicht getrennt Flugmonster und halt irgendwie Lux ist, sondern halt wirklich dieser kombinierte Modus, den man halt aus der Zeichentrickserie kennt. Aber damit kann ich persönlich absolut gut leben, denn das sieht absolut großartig aus. Ah ja, steht auch drüber, Voyager. Ja, damit kann ich zur Not auch leben. Aber ja, gut, kann man jetzt anhand der offiziellen Bilder da jetzt halt definitiv nicht sehen. Aber ich sag mal so, es würde ja eigentlich nichts dagegen sprechen. Also, dass man das umsetzen kann, man das ja eigentlich schon. Also, ich denke mal, es besteht die Möglichkeit, dass es dabei ist. Also, man sieht ja unter dem Hals, sage ich mal, jetzt doch schon sowas wie ein bisschen wie so eine Öffnung oder sowas, wo halt irgendwas rauskommen könnte. Da würde ja, sagen wir mal, wahrscheinlich der Luchskopf dann wahrscheinlich dann rauskommen. Ich vermute eher mal der Combiner-Kopf. Jetzt sehe ich ein Bild vom kombinierten Modus. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Da sieht man dann auch Hound, der ein Repaint von Swindle ist. Smokescreen, wurde schon gesagt, Trailbreaker. Oh, Wheeljack sieht aber trotz dessen, dass er nur ein Remold ist, echt gut aus. Und ja, also der Combiner-Kopf von Skylinks ist halt. Du meinst jetzt Sky Rain, ne? Und nicht Ja, Skylinks. Skyrain. Sieht halt sehr stark wie der Lux-Kopf von Generation One Skylinks aus, also vom Lynx-Modul. Also man legt hier wirklich ordentlich nach. Also es ist halt auch wirklich so, dass das bekannte und beliebte Generation One Charaktere halt eben in Combiner Wars eingepflegt werden. Nur persönlich muss ich gerade sagen, dass es doch extrem stark Autobot-lastig. Also ich hätte da gerne noch einen weiteren Combiner mit Decepticon-Ursprung. Ja, das wäre definitiv eine coole Sache. Also ich könnte auch noch damit leben, wenn man halt aus den Aerial-Bots halt irgendwie Seeker-Repaints, Remolds macht. Genau, darauf wollte ich nämlich auch gerade zu sprechen kommen. Ja, halt so ein Seeker-Combiner halt. Da muss man sich jetzt nicht unbedingt auf Thundercracker, Skywarp und Starscream nur verlassen. Da wäre beispielsweise die Coneheads hätten wir ja auch noch, ein Combiner, der die Coneheads verwendet, oder halt ein Combiner, der halt nur aus beispielsweise aus Rainmakern besteht oder einfach so aus Air Warriors. Dann wurde jetzt hier noch ein bisschen über Devastator gesprochen. Man hat den grauen Prototypen gezeigt. Man hat hier ein paar Konzeptarts für die individuellen Constructicons gezeigt. Combiner Hunters als nächstes. Ich habe aber, San Diego Comic-Con Dreierpack wird gezeigt. Ich habe aber die Vermutung, dass wir wohl doch von Titan Wars noch nicht viel sehen werden auf dieser BotCon. Ich habe schon das Gefühl, gerade jetzt auch, wie du schon sagst, dass man sich das wohl wahrscheinlich dann für die San Diego Comic-Con aufbewahrt. Was ich einerseits nachvollziehen kann, aber nichtdestotrotz weniger schade finde. Also ich habe mich da jetzt schon so ein bisschen drauf gefreut. Ja, ich mich auch. Wie gesagt, das ist halt dieses Problem, was wir jetzt mittlerweile halt sehen. Ich hatte da letztens eine Ausgabe von Radio Free Cybertron, dem Podcast von T-Formers halt gehört. Und die Leute sagen da mittlerweile auch, ja, was brauche ich die BotCon? Brauche ich eigentlich nicht wirklich. Ich kann auch zu einer New York Comic Con hinfahren oder zu einer San Diego Comic Con hinfahren. Kriegt da auch die ganzen Infos, die ich brauche, kann da dann auch die Figuren, die auf dem Hasbro-Panel angekündigt werden, da auch schon dann spätestens am nächsten Tag dann auch live in Natura sehen. Also ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Zumindest in der Beziehung sollte sich vielleicht Hasbro überlegen, ob man die BotCon nicht vielleicht irgendwie im Jahr auf einen anderen Monat verlegt oder so. Da sich jetzt, glaube ich, ein Großteil um das San Diego Comic Con Fembot Pack geht, an der Stelle mal eine Frage: Wie findest du das Pack denn? Zwei der Molds habe ich hier in meinem Besitz. Ich finde es okay, aber ich muss es nicht haben.
Das Einzige, was mich an dem Set ehrlich gesagt stört, ist ein bisschen die Chromia. Ja. Die ist ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die RC finde ich, meine Güte, sieht die einfach geil aus. Wie geil wäre das, wenn man die einzeln kaufen könnte? Windblade, so sehr ich Windblade auch mag, aber mit dem Farbschema werde ich irgendwie überhaupt nicht warm. Da finde ich das klassische Windblade-Farbschema definitiv besser. Jetzt habe ich hier gerade noch ein Bild von Hound, welcher auf Swindle für die Combaticons basiert, welcher sich als extrem krasses Remold von Defensor Rook herausstellt. Also das ist ja wohl wirklich krass, was Hasbro damals diese Mold rausgeholt hat. Ich bin Holla die beeindruckt. Waldfee. Also das hat mit Rook meiner Meinung nach eigentlich so gut wie gar nichts mehr gemeinsam. Nee, ehrlich gesagt, also ich erkenne hier gar nichts wieder von Rook. Also Hut ab, das sieht definitiv nach Jeep aus. Und wenn Swindle genauso aussieht, gekauft, ohne Frage. Ob ich mir jetzt unbedingt jeden der Autobots da für das Set jetzt kaufe, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich wollte Welle 4 eigentlich komplett liegen lassen. Aber mal gucken. Ich denke mal, ich werde dann wahrscheinlich so aus dieser vierten Welle, die wir jetzt bekommen, und dieser Welle mit Hound und Wheeljack und so weiter, da werde ich wahrscheinlich so einen Mix draus machen. Jetzt habe ich hier noch ein paar Einzelbilder von Smokescreen, Trailbreaker und Brawl. Weil ich sag mal so, es ist schön, wenn sie die ganzen alten Charaktere jetzt als Combiner rausbringen. Aber naja, zu den meisten Figu Charakteren davon haben wir allerdings aber auch schon gute Figuren. Der Universe Hound beispielsweise ist einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Ich finde diesen Hound hier auch nicht schlecht, versteht das nicht falsch, aber ich muss das halt für mich dann wieder ein bisschen rechtfertigen, warum kaufe ich mir den? Was jetzt auch gerade nochmal gesagt wurde, es wird keine Beast Combiner geben. Finde ich sehr schade. Ja, definitiv. Oha, das ist Trailbreaker. Brawl sieht Okay. auch sehr großartig aus. Also ich finde, hier holt man wirklich aus den Molds einiges raus. Ich bin da echt. Ja, von Trailbreaker bin ich jetzt weniger überzeugt. Allerdings Brawl, holla die Waldfee. Da kenne ich so einen gewissen Waschbären, der freut sich gerade. Ja, wahrscheinlich. Was ich aber jetzt auch so ein bisschen sagen kann, ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen, direkt aus dem Saal. Also da sind einige, die da mit der Kamera rumhantieren. Also scheinen da wirklich Fotografien erlaubt zu sein. Ich muss zugeben, deswegen habe ich gerade bei Trailcutter so ein bisschen eine Pause gemacht. Fände ich interessant, wie sich das Ganze, sagen wir mal, so ein bisschen entwickeln wird, wenn man sagt, ja, man will mit der Toyline ja auch ein bisschen so auf, dann mit den Comics, sagen wir mal, so ein bisschen so Hand in Hand gehen. Ja, weil, ja gut, das muss ich jetzt einfach mal, muss ich jetzt spoilern, aber so viel sei jetzt einfach mal gesagt. Ja, Trailbreaker hat eigentlich ins Gras gebissen. Weißt auch, bei Comics ist nie jemand wirklich lange tot. Also jetzt auch speziell bei Marvel nicht. Ja, das ist wohl wahr. Wobei, ja, ja, mal gucken. Ja, ich will ja nichts sagen. Ich meine, Brainstorm hat immerhin in Modern Meets the Eye eine Zeitmaschine entworfen. Ich meine, die ist zerstört, aber naja, mal gucken. An der Stelle, Leute, lest Modern Meets the Eye. Es wurde jetzt in einer Q&A-Session gefragt, wie es dann mit Cryptradicus oder Lyokaiser aussieht. Auch wenn Hasbro die cool findet, es gibt dort keine Pläne. Weiterhin wurde Hasbro jetzt gefragt, ob Third-Party-Firmen Hasbro so ein bisschen beeinflusst haben. Hasbro schreibt das ganz klar ab. Nee, sehen sie nicht so. Und sie wollen halt Produkte machen, die halt bezahlbar sind und wollen halt den Fans halt auch gute Produkte liefern und haben da kein Auge drauf, was da jetzt die Third-Parties-Firmen machen. Dann kam jetzt noch die Frage, wie es mit Transformers und G.I. Joe-Crossover-Figuren aussieht. Da wird auch viel applaudiert. Man hat dann jetzt auch Viper zur Sprache gebracht. Das ist Welle 3 Legends, ein Repaint von Powerglide, welches ich auch meinen eigenen und eigentlich auch sehr cool finde. Und sie sagen, klar, wenn der Zeitpunkt passt, um so ein Crossover zu machen, dann gerne. Na, ich gehe mal davon aus, das wird Hasbro jetzt ein bisschen so hinten anschieben, weil, na, ich sag mal so, G.I. Joe ist in den USA ja weitestgehend tot. Ich meine, es gibt keine wirklich aktuell laufende Reihe, es gibt keine TV-Serie. Bis zum dritten Film wird es noch ein bisschen dauern.
Ja, ich glaube, das Einzige, was aktuell sich in Sachen G.I. Joe tut, sind die Sachen für den Joe Club. Und hier und da immer mal diese Exklusivpacks. Da gab es ja, meine ich jetzt, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres ja auch noch mal so spezielle Figurenpacks. Da hat es dann immer so fünf Figuren in einer Box. Und dann war diese Box halt noch in so einem Thema. Und das waren nur zwei Figuren dabei mit einem Fahrzeug. Achso, was ich auch noch erwähnen wollte in Bezug auf Bruticus, es wird wohl ein Running Change geben, also sprich eine laufende Änderung an der Farbgebung. Da werden halt dann wohl irgendwie für einen gewissen Zeitraum zwei Versionen im Umlauf sein. Einmal halt eine Figuren, aber spielzeugakkurate Version, eine serienakkurate Version. Prinzipiell ist mir egal, welche Version ich bekomme, Hauptsache ich bekomme Bruticus. Ja, da müsste ich jetzt beide Bilder mal sehen. Ich muss zugeben, also du hast ja vorhin gerade hier im Teamspeak uns mir der die Bilder ja auch von dem Bruticus gezeigt. Sieht in erster Linie so schon mal nicht schlecht aus. Da geht farblich aber noch was, ist zumindest meine Meinung. Also wenn man da was haben kann, was nachher ein bisschen mehr wie Bruticus aussieht, das, was ich, was man aus dem G1-Cartoon halt kennt, hätte ich da nichts gegen. Ich habe jetzt ein Vergleichsbild zwischen Toy- und Cartoon-Version. Persönlich finde ich aber den grünen Ton eigentlich ganz schick. Also die silberne Brustplatte sieht mir wieder ein bisschen zu, na nicht so einfach aus, aber ein bisschen zu langweilig. Jetzt habe ich hier nochmal ein Bild von Onslaught. Also es ist wirklich ein extrem heftiges. Ein extrem heftiger Remold von Hotspot. Sieht wirklich super aus, finde ich. Oh ja, absolut. Also da haben die sich wirklich nicht lumpen lassen. Das sieht, ja, das sieht fast schon, ich meine, klar, du erkennst natürlich Gemeinsamkeiten in den Füßen und auch an den Seiten und so weiter und die Arme, aber ansonsten sieht das Ding fast aus, als ob es eine wirklich eigene Figur wäre. Ja, dann Bilder von Legends Wave One, unter anderem von Shockwave, von Chop Shop, von Autobot Pipes und von Buzzsaw. Und Buzzsaw sieht aus, als hätte er drei Modi, wobei ich nicht so ganz erkennen kann, was die darstellen sollen jeweils. Also das in der Mitte sieht irgendwie unten aus, als ob es Räder hat. Ich kann mir darauf keinen Reim Und von das klar. letzte, also das letzte Bild, das sieht so aus, als ob das irgendwas ist, wo ein Bild drauf ist. Wie so ein kleines Data Pad sieht das für mich irgendwie aus. So wie, weißt du noch, damals zum zweiten Film, diese Real Gear Figuren. Ja, stimmt schon. So, jetzt habe ich ein Bild von Vortex. Jetzt muss ich in dem Teamspeak mal gucken, dass ich nicht die ganzen Bilder alle doppelt und dreifach aufmache. Und auch noch von Swindle. Also der Remold sieht wirklich fantastisch aus. An Vortex hat man nicht viel zu Alpha Bravo geändert, finde ich leider. Vielleicht irgendwie dieser Rotoraufsatz sieht ein bisschen anders aus. Sonst sieht es für mich nach einem einfachen Repaint von Alpha Bravo aus, leider. Naja, also um nochmal auf die Legends zurückzukommen. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass wir jetzt zuerst Chop Shop bekommen, anstatt dass man uns jetzt einfach mal Kickback vorgestellt hätte. Einfach damit man sagt, okay, Leute, ja, jetzt haben wir es komplett. Das klassische Insecticon Trio. Dass man jetzt hier auf die Deluxe Insecticons zurückgreift. Naja, ich meine, es ist schön, wenn sie so bringen. Nichts dagegen. Aber man hätte da doch vielleicht erstmal das klassische Trio vervollständigen sollen. So, dann habe ich jetzt noch ein Foto von Blast Off nachgereicht. Sieht in dem Farbschema eigentlich ziemlich cool aus. Hier wird gefragt, what's the deal with the cassettes? Also sprich jetzt in Bezug auf Buzzsaw. More than likely for the leader blast the sound we've seen on the Titan Wars backdrop. Ja, das war so ein, ja, was heißt Gerücht? Irgendwo ist das durchgesickert. Ich weiß nicht mehr, wo genau, aber dass da irgendwie ein Leader Soundwave im Gespräch war. Und dass dann So, halt da Bassor und dann halt später wahrscheinlich auch Laserbeak und so weiter, dass die dann halt ja, dann halt in der Legends-Klasse gehalten werden, um halt mit der großen Leader-Figur zu interagieren. Weil ein Voyager wäre wahrscheinlich wieder zu klein gewesen.
Und ja, Hasbro will ja quasi ein bisschen größer werden, sag ich mal. Orbit von Leader Skywarp. El Convoy ist so vorausschauend, hat gerade die ganzen Bilder jetzt noch im Forum gepostet. Aber nochmal ganz kurz auf das Panel zu sprechen zu kommen. Es wurde nach Titan Wars gefragt und man hat dann gesagt, more stuff coming, you never know. Sehr kryptisch. Ich hoffe da halt wirklich, dass sie dann zur San Diego Comic-Con eine fette Bombe platzen lassen. Sonst wäre es halt schon sehr enttäuschend, wenn man hier die Fans so anteasert und dann irgendwie auf dem Trockenen sitzen lässt. Lost Waves, Supply Chain, Last Waves, How to Ensure They Get Out, it's one of those things we want all the products to get out here. Ja. Und damit ist das Panel auch beendet. Ich mache die Seite schon mal zu, denn jetzt werden so langsam die Fotos hochgeladen. Oh ja, ich sehe gerade den Blast-Off auch. Ja, kann ich mitleben. Ja, also ich muss auch sagen, auch wenn es halt in Anführungszeichen nur Repaints, Schrägstrich, Remolds sind, sieht das doch schon recht cool aus. Klar ist man da halt auch immer noch so ein bisschen, finde ich jedenfalls, also ich bin da schon ein bisschen genervt oder geärgert, dass es halt wirklich nur Remolds sind. Andererseits auch wirklich gute, muss man dazu sagen. Also wie gesagt, was ich jetzt hier von Trailbreaker und Wheeljack etc. sehe, das sieht schon ziemlich gut aus. Also da kann ich doch relativ gut mit leben. Auch gerade Wheeljack mit seinem Generation One Farbschema, Skylinks, der zwar jetzt ein komplett neuer Mold ist und ich damit eigentlich den Ursprung meiner Aussage schon wieder verpeile. Aber ich bin doch recht angetan. Also gerade, dass man halt die ganzen Generation One Charaktere, bis auf Jazz, wo ich jetzt gerade doch ein bisschen bin, bin schon doch sehr begeistert. Ja, ne, man müsste sich jetzt quasi mal so ein Line-up machen von der, ich sag mal, Original-Arc-Besetzung. Ja, dann hast du ja eigentlich auch wieder fast alle zusammen, ne? Da würde eigentlich, ja, Jazz würde fehlen. Sideswipe würde mir da jetzt noch einfallen. Ja, die ganzen Minibots, ja, ich denke mal, die werden irgendwie halt in der Legends-Reihe halt irgendwie kommen. Ich muss sagen, auch wenn ich den Mode ja schon zweimal habe, dieser Battlecore sieht ja schon ganz nett aus. Also ich bin doch, was heißt ja angetan, aber sieht besser aus als erwartet. Aber für mich ist da definitiv ganz klar vorrangig die einzelnen Deluxe-Figuren, welche halt wirklich großartig aussehen. Also der Dead and Mold für Prowl sieht großartig aus. Ich meine, Mirage wer ist er jetzt? Dragstrip. Braxrip sieht fantastisch aus. Die Head Molds sehen alle verdammt gut aus. Also ich bin noch sehr, sehr begeistert. Oh, ja, ich sehe den Battlecore auch gerade. Also dafür, dass ich mich jetzt gerade so beschwert habe, muss ich zugeben, der sieht echt nice aus. Und ich muss sagen, Voyager Skylinks ist für mich eine absolute Überraschung. Also das wäre etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ich habe halt so ein bisschen so, als jetzt das Thema Titan Wars aufkam, da haben auch schon ein paar Fans spekuliert, ja, vielleicht kommt da ja mal ein neuer Skylinks oder so. Aber dass er innerhalb der Combiner Wars-Reihe kommt und halt auch noch selber ein Combiner ist, finde ich schon sagen. Also da bin ich gerade wirklich sprachlos. Bis vor kurzem hatte ich noch geplant, mir den Reissue Generation 1 Skylinks zuzulegen, aber ich bin mit dem Voyager Skylinks absolut bedient. Oh, Leader Skywarp, haben sie sogar ein Bild gezeigt. Ich dachte, das hätten sie jetzt nur angesprochen. Boah, ich muss sagen, der sieht ja lecker aus, ne? Allerdings. Bah, ihr kriegt mich, Hasbro, ihr kriegt mich! Mann, ey! Boah, ich muss mir mal unbedingt mal deinen Leader Thundercracker mal. Ich brauch den mal in den Händen. Ich muss den einfach mal in den Händen halten. Aber zum Glück kommt der ja erst 2016. Und ich denke mal, die offiziellen Bilder kommen dann, wie gesagt, morgen. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil der Figuren, wenn nicht sogar alle, die jetzt heute gezeigt wurden, dann auch später auf den Ständen zu sehen sein werden. Was dann auch nochmal neue Fotos geben wird. Und ja, sonst. Ich habe gemischte Gefühle, muss ich jetzt nach dem Panel sagen. Denn einerseits wurde doch relativ cooles Zeug gezeigt. Ich finde toll, dass man Bruticus noch gezeigt hat. Ja, dass man nichts von
nichts von Computron gezeigt hat, finde ich sehr schade, ernüchternd auch. Dass man von Titan Hunter, Titan Wars nichts gezeigt hat, naja, gut, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Ich hatte gehofft, dass das halt doch gezeigt wird, aber naja, gut, man kann nicht alles haben. Und im Prinzip finde ich halt schade, dass wenig an neuen Molds gezeigt wurde, sondern wirklich halt vieles Remolds, Repaints ist. Finde ich schade. Ja, das, ich meine, klar, wir hatten es gerade angesprochen. Ich meine, wenn Remolds gemacht werden, sehen sie toll aus. Wenn Repaints kommen, auch die sind gut gemacht. Aber ja, es ist ein bisschen, ja, wie du schon sagtest, sehr schade. Also ja. Was mich jetzt noch so ein bisschen verwundert ist, zu RID hat man nichts großartig weiter gesagt, außer das, was wir gerade halt so ein bisschen angesprochen haben. Die Welle mit, also diese Masquerade-Welle halt, Ironhide, Prowl, Mirage und Sunstreaker, die kommen ja jetzt alle noch dieses Jahr raus. Und ich meine, entweder nächsten Monat oder darauf den Monat. Der Optimus Maximus oder Battlecore, sage ich jetzt einfach mal, der kommt dieses Jahr raus. Leader Starscream, der ist, meine ich, auch schon für Juni angekündigt und die Legends-Welle auch, Juni, Juli rum. Dann kommt ja quasi ja eigentlich nur noch Devastator, vermutlich im August. Und dann sind wir für dieses Jahr doch eigentlich durch, oder? Ja, das Jahr rennt dem Ende entgegen, obwohl wir gerade mal Juni haben. Ja, was Aber heißt ja, das man Ende? merkt Wir schon. haben jetzt quasi Halbzeit und ja quasi, ja, ich meine, es ist schön, wenn wir die Produkte für 2016 vorgestellt bekommen. Aber hallo Leute, den Bruticus, den könnten wir doch noch 2015 bekommen, oder? Ja, also es hieß ja auch, dass Combiner Wars erst im Januar startet, aber manche hatten ja schon Glück und kamen schon im Dezember an ihre Figuren. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt im Laufe des Jahres noch ein paar nette Figuren. Ja, nächstes Jahr sieht dann ja auch schon mal vielversprechend aus mit Titan Wars. Ich würde auch sagen, dass. Wo hattest du denn jetzt gelesen, dass man da keine, dass keine Beast Combiner kommen? Ich hatte jetzt hier nur im Question and Answer Teil halt jetzt nur, da war halt die Frage nach Tripredacus und Lio Kaiser. Also eigentlich ja mehr nach sehr japanischen Combinern. Ich habe das jetzt von 4chan, wo ich auch jetzt die Fotos während der Präsentation hatte. Kann natürlich auch sein, dass die Frage da halt irgendwie ein bisschen fehlt oder die Antwort ein bisschen fehlinterpretiert wurde oder die Frage halt von den Mitarbeitern. Ja, wie gesagt, halt Lio Kaiser halt, ich meine, die Frage ist berechtigt, weil Lio Kaiser aus der Victory-Serie, das ist, ja, ich würde sagen, ist ja kein, eigentlich in dem Sinne ja kein Beast-Transformer. Die haben zwar alle diese, ja, diese Breast, die gehörten ja zur Breast Force, wo halt dann, ja, die Brust halt sich ja quasi dann vom Roboter getrennt hat und dann in ein Tier oder in eine Waffe verwandelt hat. Aber das waren halt auch alles Decepticons, die sich halt in Fahrzeuge verwandelt haben. Tripredacus, ja, ich bezweifle mal, dass man sich da jetzt an den Predacon, sondern mehr an den Maximal halt, denke ich mal, orientiert hat oder so. Oder man hat halt Tripredacus mit Predaking verwechselt. Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall unser Live-Kommentar zum Hasbro-Panel. Wie gesagt, die Fotos findet ihr auch dann, wenn jetzt schon die offiziellen Fotos, während ihr das hört, schon da sind, findet ihr dann auf unserer Starblade-Internetseite und auch im Forum, auf unserer Facebook-Seite, in unserer Facebook-Gruppe. Und ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit Transformers weitergeht und bedanke mich natürlich auch bei dir, Lockdown, als Gast und natürlich auch bei euch als Zuhörern. Und ich finde, sowas könnten wir öfters mal machen. Ja, nichts dagegen. Ja gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Wir machen uns jetzt an die Arbeit, das Ganze noch in Textform zu verwursteln, um euch eben auf starlight.de dazu was zeigen zu können. Und ja, ich würde sagen, wir hören sehen, lesen uns. Jo, schönen Abend noch.